Hallöchen zusammen, hier ist wieder euer Dio von Lollicards mit dem. Mit Sami, hi. Wir haben heute so ein kleines neues Format, würde ich sagen, für euch. Das könnte man zusammenfassen als der Pro und der Noob gucken sich die neuen Pokémon-Sachen an. Ihr dürft raten, wer der Pro und wer der Noob ist. Genau. Ein Pro bin ich eigentlich auch nicht, das wisst ihr ja. Ihr verbessert mich auch oft genug in den Kommentaren. Psst, nicht verraten. Aber ja, ihr wisst ja Bescheid. Schild und Schwert. Es ist schon aktiv. Auf der Switch wird es schon gezockt fleißig. Ich habe es noch nicht gespielt tatsächlich, weil ich keine Switch habe. Also Dennis, Weihnachtsgeschenk, Switch. Und als Auftakt gab es ja schon die Galar-Kollektion. Die kam ja schon raus. Die habt ihr auch schon fleißig gekauft. Und da gibt es jetzt noch was. Da kommt die Mauzi VMAX Spezialkollektion, in der sowohl das Mauzi V oder V oder wie auch immer man es nennen will, drin ist und das Mauzi VMAX. Das ist quasi unser erster Einblick in den Kartentyp VMAX, ja. Wie hat das auf dich denn so gewirkt als Neuling? Ich find's ziemlich geil. Also in erster Linie natürlich das Artwork. Es ist einfach die Longcat. Die Longcat. Wir blenden euch natürlich hier im Laufe des Videos immer die Artworks und so weiter ein. Wie geil ist das denn, bitte? Ja, das hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, auf jeden Fall in dieser Kollektion ganz wichtig sind halt nur Booster von Sonne und Mond drin. Da ist noch nichts von Schild und Schwert dabei. Das kommt im 3. Januar, kommt die Box. Und die anderen Produkte, also Displays, Booster und so weiter, wie man das gewohnt ist vom ersten Schild und Schwert, Schwert und Schild, ganz wichtig, habe ich nämlich schon oft verwechselt, Schwert und Schild, so rum, kommt am 7. Februar. Und da kriegt ihr dann wieder das volle Paket, Top-Trainer-Boxen, Displays, Einzelbooster, Dreipack-Blister und Themendecks. Das sind so die Sachen, Nice. die kommen. Und jetzt gehen wir einfach mal auf alles ein. Wir fangen an, Booster-Displays, ganz normal, blenden wir euch natürlich auch ein. Wie ihr das gewohnt seid, 36er Displays. Die Pull-Rates wissen wir natürlich noch nicht, aber wir gehen mal wieder davon aus, dass es zwischen 6 und 7 Pulls pro Display liegen wird. Und die Booster einzeln gibt es natürlich bei uns auch zu kaufen. Und dann kommen die Themendecks raus. Da wird es jetzt schon interessanter. Da werden nämlich die ganzen Starter-Pokémon. Da haben wir wieder drei Stück, wie immer: Feuer, Wasser und Pflanze. Und wir haben hier die dritten Entwicklungen jeweils in den Starter-Decks. Und die erste ist der Inteleon. Das ist das Wasser-Pokémon. Und er hat eine Fingerpistole. Ja, Er hat eine Fingerpistole. Fingerguns als Waffe. Das ist. Wie kommen die immer auf die Ideen? Das ist so abgefahren. Das ist echt Das cool. ist Ich finde. einfach ja, wie kann man das beschreiben? Ein James Bond-Gecko Ja. mit Fingerguns? Das trifft es eigentlich ganz gut. Supergeil. Und er ist anscheinend ziemlich intelligent, deswegen heißt er Inteleon. Und der erste heißt ja Memeon, der ist wohl die Memme. Und dann wird er von der Memme zum James Bond sozusagen. Oh boy. Ja. Ja, das ist mal eine Entwicklung, du. Also ich mag ihn auf jeden Fall. Der ist glaube ich, mein Liebling von den drei Startern. Dann haben wir noch als nächstes Gortrom. Was ist Gortrom, Gortrom? ja, das, also den fand ich ziemlich abgefahren. Ja, gute Frage, was ist Gortrom? Es ist ein großer Affe Ein mit großer grünen Affe, ja. Haaren und einer Oder Blättern. Das sieht riesigen schon eher Trommel. aus wie Blätter auch vielleicht Also sogar. Blatthaare, ja. Farbblätter. Ja. Und er hat eine Kriegstrommel dabei. Es gibt natürlich keinen Krieg in Pokémon, aber ja, der ist also wohl irgendwie ein Trommler. Und das Thema vom letzten ist für mich kein Thema, vielleicht für euch, Fußball. Und zwar bei dem Liberlo, also wahrscheinlich an Libero angelehnt. Ja. Und der kickt mit Feuerbällen durch die Gegend als Hase. Kann er natürlich gut Sieht auch drehen. aus, als würde er ein Trikot tragen. Ja, Also stimmt, sieht wirklich so aus. schon Und auch bei on Inteleon theme. mit ein bisschen so anzugmäßig sieht das aus, als hätte er einen Sakko an. Ja. Genau, das Also sind dann. einfach die drei Decks, die rauskommen. Was wolltest du noch sagen? Ja, da haben die sich auf jeden Fall Gedanken zu Themen gemacht und die dann auch mal straight Ja, durchgezogen. finde ich gut auf jeden Fall. Hat Letztes was, Mal war hat es ja auch was. so ein bisschen schon in die Richtung mit Incineroar, der war so ein Wrestler. Ja, gut, bei Bouts. Ja, schwierig. Aber ist ja auch egal. Sonne Mond ist vorbei. Altes Zeug hier, neues Zeug rein. Das sind die Themendecks. Dann haben wir die Top-Trainer-Box. Da gibt es wieder wie bei Sonne Mond auch. Gab es ja im ersten Set Lunala und Solgaleo, jeweils getrennt als Top-Trainer-Boxen. Und der einzige Unterschied ist quasi das Motiv auf der Box, auf den Hüllen und auf den Decktrennern. Und vielleicht auf den Würfeln, dass die eine andere Farbe haben. Der Inhalt ist noch wie gewohnt. Es gibt aber eine kleine Änderung, die ist dem Sammy aufgefallen bei den Würfeln.
Ja, es scheinen neue Würfel dabei zu sein, die in 10er Schritten zählen. Mhm. Das, ich vermute mal, die sind für die KP der Pokémon da. Dass also man die wirklich vernünftig runterzählen kann in den 10er Schritten. Die scheinen auch sechsseitig zu sein, deswegen sind es wahrscheinlich keine 10er Schritte, sondern irgendwie halt so die gängigen Sachen. Wahrscheinlich so 40, 80. Ach so, ja, das könnte man natürlich auch sagen. 120 sieht mir so das Höchste aus von den Bildern her, aber ihr seht es ja auch, die Bilder eingeblendet. Mhm. Ja, und sonst ist es recht ähnlich geblieben. Die Energien sieht man auch schon, wenn das wirklich das offizielle Preview ist, dann sehen die neuen Energien so aus. Wahrscheinlich für mehrere Editionen dann. Und ja, das finde ich auch interessant, dass die bei Pokémon das so durchziehen, ein Design haben und das dann wirklich längere Zeit durchziehen. Ich kenne das ja aus Magic, da gibt es ja Standardländer, das cycelt quasi wirklich. Finde ich auch cool. Jedem Set haben wir neue Basic Lands. Das ist schon cooler. Das wird auch ein bisschen mehr Wert vielleicht für die Energien geben, weil jeder von euch erkennt es ja, schickt uns die Energien immer mit beim Bulk, weil ne, braucht man ja nicht so viele. Ja. Ja. Samazenta und Zacian. Das sind die zwei Boxen, genau, die zwei neuen Legendären. Also ein Zungenbrecher und der Shieldboy. Nee, Zacian ist tatsächlich nicht der Shieldboy, Samazenta ist der Shieldboy. Samazenta ist der Shieldboy. Mhm. Ah. Es gibt noch die Dreipack-Blister, die gibt es ja wieder auf Deutsch. Ja. Da haben wir zwei Pokémon, da muss ich nochmal kurz nachgucken, wie die denn hießen. Das war unser My Little Pony. Morpeko heißt das auf Englisch zumindest. Das ist so ein bisschen wie ein... Es sieht ein bisschen aus wie eine Pikachu-Nachmacher. Ja. Im Prinzip. Und das andere, was er gerade gesagt hat, ist dann das My Little Pony. Das ist nämlich das Galarian Ponyta. Mhm. Also das ist quasi wie Alola, nur halt nicht aus Alola, sondern aus Gala. Mhm. Finde ich eigentlich ganz cool. Bin ich mal gespannt, was sie da dann noch so raushauen werden. Weil Alola war ja schon ganz schön viel zum Teil, was sie da an Redesign gemacht haben. Ja. Und ich weiß halt nicht, wie es allgemein angekommen ist, aber bei mir, ich fand eigentlich die Alola-Designs teilweise, oder eigentlich sogar fast alle, ziemlich cool. Ja, also die ich bisher so gesehen habe, fand ich eigentlich auch ganz nett. Mit allen voran natürlich das lange, langhalsige Kokowai. Und jetzt gibt es auch das lange Mauzi dazu passend. Erinnerst du dich an dieses eine Alternate Artwork, das Alola Co., Kokowai und Bautz, Tag Team? Mhm. So geil. Und der Bautz schön versteckt da auf dem Bild. Das hat mir auch gut gefallen. Das war quasi das Gegenteil von dem mit Vylord und Carpador, wo Carpador ganz weit oben im Bild ist, weil es hochgespült wird. Schon gut gemacht, auf jeden Fall. Ja. Und was man auch schon gesehen hat, kleiner Spoiler für die von euch, die sich nicht spoilern lassen wollen, es gibt auch eine Galar-Form von Smogmog, die hat einen Zylinder der quasi ein Schornstein ist, wo nämlich dann halt auch dieser Smog rauskommt. Das finde ich auch cool. Also irgendwie ist immer alles in die Länge gezogen bei den Alternativen. Die sind ziemlich lang, die Galar-Leute. Also was auf jeden Fall auch schon wieder bestätigt ist, ist, dass in jedem Booster wieder 11 spielbare Karten sind, also 10 und eine Energie und eine Codekarte, also insgesamt 12 tatsächliche Karten, aber auf den Boostern steht immer drauf 10 zusätzliche Sammelkarten. Das Format hat sich nicht geändert. Wir wissen noch nicht, ob auf den Reverse-Slots irgendwie was Besonderes sein kann. Und ich kenne auch noch nicht die ganz genauen Regeln für die VMAX-Geschichte. Man muss sie auf jeden Fall aus einem V-Pokémon entwickeln. Das ist also ein bisschen wie Mega-EX-Pokémon. Mhm. Und der Gegner kriegt 3 Preise für einen VMAX. Aus so ein bisschen wie ein Tag-Team-DX. Ja. Mhm. Und die Lebenspunkte gehen auch in die Richtung von den Tag-Teams, also 340 haben wir schon gesehen. Bei den VMAX habe ich, glaube ich, 300 war immer das Mindeste. Und bei den normalen Vs war, glaube ich, das Kleinste, was ich gesehen habe, so 170 so? Nein, 100 noch was. Ich glaube, 190 war auch da. Wir haben uns auf jeden Fall mal ein paar Beispiele rausgesucht, die wir euch jetzt ein bisschen genauer vorstellen wollen. Ja, dann haben wir als erste V-Karte Servol V als Basis-Pokémon mit 180 KP, ein Psycho-Pokémon. Das hat zwei Sachen. Einmal eine Attacke, eine Fähigkeit. Man kann mit der Fähigkeit während des Zuges 20 Schaden vom aktiven Pokémon heilen. Das habe ich mir erklären lassen, das funktioniert auch auf der Bank. Also man schmeißt einfach die Bank voll mit diesen Servols und heilt jede Runde immer und immer und immer wieder das aktive Pokémon. Wirkt auf mich erstmal relativ stark. Als Attacke hat es die Psychokinese, 10 plus Schaden. Fügt 60 zusätzliche Schadenspunkte für jede Energiekarte am gegnerischen aktiven Pokémon zu. Ich glaube, das kann schon ganz schön eskalieren. Also
Ich weiß nicht, wie viele Energiekarten sitzen denn so am gegnerischen Pokémon? Im Schnitt kann man eigentlich schon mit 2 mindestens rechnen. Manchmal sogar 2 bis 3, würde ich sagen, ist der Schnitt eigentlich, der Energien an Pokémon liegt. Mhm. Man muss halt bedenken, dass die Doppelfarblos-Energie tatsächlich auch als 2 für sowas zählt. Also wenn der Gegner eine Doppelfarblos hat, dann sind das direkt 120 Schaden statt 60. Mhm. Plus die 10 dann nochmal drauf. Ja. Man muss auch dazu sagen, dass beim Servul selbst, habt ihr ja gesehen, oder ist jetzt auch immer noch eingeblendet, die 2 Farblos-Energien mit in der Psychokinese sind. Das heißt, ihr braucht theoretisch auch nur 2 Energien, um die Attacke zu aktivieren. Mhm. Ja, und die Fähigkeit ist schon nicht schlecht, weil es muss halt nicht aktiv sein. Du kannst es wirklich auf die Bank legen und theoretisch, wenn du wirklich 4 auf der Bank haben solltest, halt um 80 pro Zug heilen. Ist wahrscheinlich in den Meta-Decks nicht so stark, weil da meistens auf Knockout gespielt wird. Aber ansonsten Heilfähigkeiten finde ich dann immer ganz witzig. Und es ist halt ein Basis-Pokémon, ne? Wenn man das am Anfang halt raushaut, dann ist das bestimmt erstmal nicht schlecht. Klingt gut. Und es ist halt ein neues Pokémon. Servul, ich weiß nicht, ich gehe mal davon aus, dass es vielleicht sogar legendär ist und eine Servolenkung hat, aber werden wir rausfinden, wenn wir das Spiel dann sehen. Stay tuned. Dann haben wir noch spannend. Ein Pokémon aus Sonne Mond, Kapurigi, legendäres Pokémon, ihr kennt es natürlich noch. Und ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, die könnte meta-relevant werden, die Karte. Die hat 200 AP als Basis-Pokémon, was schon mal ziemlich gut ist. Und eine Attacke für 1, wo 20, also die macht 20 Schaden, ist nicht viel, ne? Aber man zieht 2 Karten, also für die ersten Züge, okay, muss man nicht machen, aber ist annehmbar. Aber jetzt kommt nämlich der Trick hier, man hat für 3 Energien kann man 200 Schaden machen. Mit dem Nachteil, dass das Pokémon nächste Runde nicht angreifen kann. Aber die Füchse unter euch haben es vielleicht schon gesehen, er hat keine Rückzugskosten. Das heißt, wenn ihr 2 Kapurikis habt, die ganze Zeit austauschen. Solche Tricks darf man machen, ja? Solche Schaden darf man machen. Tricks darf man machen, ja. Das ist ja frech. Man darf nur einmal pro Runde zurückziehen, aber das reicht ja. Man macht ja den Angriff und dann ist die Runde ja vorbei. Ja, und nächste Runde ziehst du zurück und das andere greift an. Ist also nicht schlecht. Ohne also so eine kleine Art Kapurigi-Dance dann immer hin und her und her und hin. Okay. So wie es mit dem Lapras GX damals gemacht wurde, ein bisschen. Ja, klingt gut. Finde ich auf jeden Fall nicht schlecht. Schön simpel, ein cool Design mit seinen 200 Leben, auch ein bisschen sicherer als 170 bis 180 Leben Pokémon. Kann man auf jeden Fall lassen. Sounds good. Und was wir dann noch bekommen haben, sind alle Pokémon, die auf den Booster-Artworks sind. Zacian und Zamazenta hatten wir ja schon. Mhm. Und es kam noch dazu, die anderen Artworks waren Lapras VMAX und Relaxo VMAX. Und ja, da wollen wir mal ein bisschen analysieren. Also wir blenden euch die jetzt mal ein. Und wie man sieht, bei Lapras und bei Relaxo scheinen die ziemlich überdimensional groß zu sein. Yep. Also das sind richtig, richtig große Boys. Was ist mit dem Relaxo da los? Der hat ja eine ganze Welt auf sich, oder? Ja, das ist einfach Scheibenwelt on a Relaxo. Ein richtig schöner großer Baum, ganz viele kleine Bäume. Ein Baum, der größer ist als Gebirge? Sind das Gebirge? Es ist auf jeden Fall interessant. Also sie haben sich wohl so ein bisschen angelehnt auch an dieser. Es gibt ja auch die Mythologie mit der Schildkröte, die ein Land auf dem Rücken hat und sowas. Oder eine ganze Welt eigentlich auf dem Rücken hat. Also. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Spiel ist, das könnt ihr uns ja mal in die Kommentare reinhauen, wie groß die VMAX-Pokémon denn im Spiel sind, falls es die da schon gibt. Ja, ich glaube, ich habe schon Clips gesehen, dass das ganz schön oschig sind. Okay, also, krass. Ja, und Lapras hat irgendwie halt, weiß ich auch nicht so genau, Magnetbahnen auf seinem Das sieht schon weird aus, aber es ist auch irgendwie so ein bisschen gebirgeartig und da kommt auch so komischer Rauchqualm irgendwas raus. Ja, vielleicht ist es auch wie so bei einem Raumschiff und diese schwarzen Striche sind quasi die Fenster, durch die die Captains durchgucken können. Ja, das könnte natürlich sein. Also von den Effekten sind die auch wieder sehr, sehr pompös gestaltet, aber haben uns jetzt nicht vom Hocker gehauen. Kommt vielleicht noch krassere VMAXes, aber die haben natürlich alle viel Leben. Und Über 300 KP jeweils. Wirklich imposante Artworks. Lapras 320, Relaxo 340 KP. Das sind ja Zahlen, die werden einfach immer und immer größer. Ich bin mal gespannt, wie lange es braucht, bis wir da vierstellig oben sind. Also 2022 vielleicht? Ja, so schnell? Ich glaube vielleicht ein, zwei Jahre später. Ja, und da wir noch keine, wir haben noch kein Pokémon V gezeigt bekommen, dass eine Entwicklung ist. Also alle V-Pokémon, die wir bisher gesehen haben, sind Basis-Pokémon. Deswegen können wir nicht sicher sagen, ob es so wie bei EX ist, dass man zum Beispiel Turtok V
als Basis-Pokémon spielen kann und nur zum VMAX entwickeln kann oder ob es so ist wie bei den GX, dass man wirklich bis zum Turtok V entwickeln muss. Oh. Ja, das wird einfach die Zeit dann zeigen. Und was mir sehr gut gefallen hat, mittlerweile habe ich mich ein bisschen an diesen V-Rahmen gewöhnt. Ich finde den eigentlich ganz cool. Mit manchen Farben funktioniert es besser, so mit Feuer und Blitz, finde ich, sieht es ganz cool aus. Mhm. Und bei den VMAX ist der Rahmen oben kaum sichtbar. Da ist er sehr farbenfroh, gerade rechts oben in der Ecke sehr, sehr cool designt, finde ich. Ja, da ist auf jeden Fall einiges Spannendes, was auf uns zukommt. Und es ist ja auch gar nicht mehr so lange, bis Januar die Box kommt mit Mauzi und dann im Februar sogar schon das ganze Set. Ja. Paar Wochen nur noch. Ja, also wir freuen uns tatsächlich als Laden. Dennis freut sich auch, der ist ja jetzt nicht da. Grüße gehen raus an den frischen Vater. Gratuliert ihm auf jeden Fall mal. Hat eine Tochter bekommen vor kurzem. Und ja, die neuen Karten sehen bisher ziemlich cool aus. Ich bin, glaube ich, ein bisschen mehr excited sogar als bei Sonne Mond damals. Ich finde das, ziemlich cool, ja. Jetzt, wo das schon gewohnt ist mit dem Alola und da kommt jetzt Galar dazu, bin ich interessiert, was sie noch für neue Versionen machen. Und ihr könnt uns auf jeden Fall mal in den Kommentaren da lassen, was wir auf jeden Fall wissen wollen. Euer Lieblings-Pokémon von den Startern. Ja, euer Lieblings-Pokémon von den Legendären, die ihr jetzt schon kennt. Ich meine, theoretisch kennt man ja schon alle aus dem Spiel. Und berichtigt uns gerne und korrigiert uns gerne, wenn ihr irgendwas wisst, was wir noch nicht wissen, weil wir das Spiel nicht gespielt haben oder was ihr vielleicht schon auf irgendwelchen Internetseiten ergoogeln konntet. Ja, und wie hype seid ihr denn für Schwert und Schild? Mit der Abkürzung SWSH übrigens, müssen wir jetzt ein bisschen mehr tippen als bei SM, aber kriegen wir schon hin. Deswegen. Ja, gibt schlimmere. Ja. Also ich bin ziemlich hyped auf die Gala. Ja, wir werden ja auch wieder Openings also machen, natürlich von jedem. Sehr Mal gespannt. Ja. Ja, mal gucken, was wir da Cooles für euch pullen werden. Und wir wissen ja auch noch überhaupt nicht, wie die Full Arts aussehen. Stimmt. Wir haben noch gar keine Ahnung, wie die Full Art Policy ist, ob da wieder alles mit Stanzungen und so weiter stattfindet und ob es wieder Alternate Full Arts gibt und Hyper Rares und so weiter. Kann ja sein, dass sie sich wieder was Neues ausdenken. Hyper Rares gab es ja vor Sonne Mond auch nicht. Also ach, Secret Rare Trainer gibt es wahrscheinlich wieder, ja. Hyper Rares gab es erst seit GX. Okay. Ja, gucken wir mal. Bei EXen war das Maximum nämlich der Gefühle Full Arts und ab und zu mal eine Secret Rare, wenn man Glück hatte. Oh. Dementsprechend, haut fleißig in die Tasten, lasst uns wissen, was ihr davon haltet und wie euch das Videoformat vor allem gefallen hat. Wir würden auch einige von euren Kommentaren highlighten für das nächste Mal Wochenvlog oder das nächste Mal besprechen, wo wir euch dann gerne antworten auf jegliche Fragen live im Video. Also wenn ihr gefeatured werden wollt, Kommentare in das Schreibt Video. Uns was. Ja, das war's dann eigentlich auch schon von uns. Der Sonne-Mond-Zyklus hat ein Ende gefunden und es geht's weiter, ne? Also ja. Guck mal, wie es läuft mit Schwert und Schild. Ich bin echt gespannt, was kommen wird. Sehr neugierig auf vor allem Alternate Arts, weil die bisher sahen einfach ziemlich sweet aus. Ja, das ist auch das, was mich immer noch am meisten interessiert als Sammler. Ich hänge mir die ja alle an die Wand in Top-Loader, finde die super cool. Mhm. Der hat halt zu viel Geld. Ja, ich habe viel zu viel Geld. Ich verdiene einfach viel zu viel hier bei Lottigards. nee, aber das war's auch von uns. Also deswegen wollen wir euch nicht länger zulabern. Wünschen euch viel Spaß weiter beim Zocken. Ihr habt ja bestimmt alle auf der Konsole, so wie ich euch kenne. Und dann im Februar geht's richtig los, Leute. Jawohl. Mach's gut. Bis dann. Tschüssi. Ciao. Muss ich auch mal wieder laden. Ja, abschließende das Worte. Das war's wohl mit dem Anfang von Schwert und Schild. Nein, das ist weird. Das müssen wir anders machen. Das war's wohl mit uns. Kann man nichts machen.